Das Eigentumsrecht ermöglicht es mir als Immobilieneigentümer, mit meiner Immobilie zu tun und zu lassen, was ich will. Die Grenze von meinem Eigentumsrecht ist natürlich immer da, wo in das Eigentumsrecht von einem Dritten, meistens ist es der Nachbar, eingegriffen wird. Diese Eingriffe sind von Gesetzes wegen verboten, soweit sie das ortsübliche Ausmaß übersteigen. In einem Fall, den der OGH vor kurzem entschieden hat, ist es um eine Solaranlage gegangen, die so eingestellt war, dass sie den Nachbarn in seiner Nutzungsmöglichkeit seiner Wohnung erheblich eingeschränkt hat, weil es extrem geblendet hat. Da hat der oberste Gerichtshof auch entschieden, dass das einen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht des Nachbarn darstellt und hat aufgetragen, dass die Solaranlage anders eingestellt wird, also einem Unterlassungsbegehren stattgegeben.